Ja, entweder Heki oder in Oberhausen wurde ich immer Hekerus genannt. Tatsächlich ja, aber ich denke, dass ich da höherklassig ein bisschen Probleme bekommen könnte. Obwohl ich fußballerisch, wie gesagt, denke ich nicht ganz so schlecht bin. Aber ja, auf jeden Fall würde ich auch gerne mal im Feld spielen. Aufbauspiel tatsächlich. Gerade Bälle außer Hand, Hüftdrehstoß liegt mir mittlerweile ganz gut. Deswegen habe ich am liebsten Aufbauspiel oder halt einfach, wo man halt mal richtig schön fliegt und sich in die Ecke schmeißt. Ich glaube von Luciano Mason. Ich würde tatsächlich den Hafen hier in Gelsenkirchen nehmen. Den fand ich sehr, sehr schön. Auch mit dem Restaurant, was da ist. Ich würde gerne in der Serie würde ich gerne mitspielen. Ich glaube Elite wäre ich gerne mal dabei gewesen. Die läuft auf Netflix. Tatsächlich oft, also bestimmt 5-6 Mal, weil ich einer bin, der sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel schläft. Da drücke ich ab und zu schon mal drauf. An meine Familie und an meinen besten Kollegen. Auf dem Mykonos in Griechenland. Das kommt jetzt drauf an, was am nächsten Tag ist. Aber wenn ich jetzt am nächsten Tag ein Spiel habe, würde ich schon gerne so 6 bis 8 Stunden schlafen. Tatsächlich sehr, sehr viel, weil ich tatsächlich ein fußballverrückter Typ bin. Deswegen schaue ich generell sehr, sehr viel, ob Regionalliga, Dritte Liga, Zweite Liga, Champions League, das ist egal. Ich sage immer, man kann überall was lernen, deswegen befasse ich mich tatsächlich sehr, sehr viel mit Fußball nebenbei auch noch. Ja, ich spiele gerne Badminton gegen einen Kollegen von mir. Der würde auch lachen, wenn er das jetzt hier sieht, weil er am Anfang gemeint hat, er ist besser als ich. Ist er aber tatsächlich nicht. Ohne, also ich bin da relativ spontan. Ich sag immer, ich nehme das mit, was mir gerade gefällt. Deswegen auf jeden Fall ohne. Kraftraum, ganz klar Kraftraum. Ich bin dabei, kochen zu lernen, aber ich würde tatsächlich essen gehen, weil es einfach entspannter ist. Fernsehen, ganz klar.